Eine extra schwere Ladung kommt jetzt nach oben. Was machst du da, Buggy? Ich werde mir ganz Hochhausen ansehen. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Peppo, du musst dir keine Sorgen um mich machen. Ich werde einfach die ganze Zeit hier drin bleiben. Hier kommt eine extra schwere Ladung für ganz oben, Vinci. Jetzt kommt noch mehr. Krankraft. Ich fahre hoch, ich fahre hoch, ich fahre immer noch hoch. Oh, oh nein, das ist ja höher, als ich dachte. Kannst du was sehen? Da oben? Kannst du ganz Hochhausen sehen? Hallo, Buggy. Ja, alles, Buddel. Oh, und wie sieht es dort aus? Oh. Ihr seid ganz schön weit unten. Ich glaube nicht, dass es ihm so gut gefällt da oben. Okay, jetzt müssen wir noch die Fahrstuhlkabine anbringen und... Ist das Buggy, der da ruft? Oh nein. Oh nein! Was macht er denn da oben? Es klingt, als ob er das selbst nicht mehr so genau weiß. Oh, oh. Bleib in der Mitte, Buggy. Wow. Dann kannst du das Gleichgewicht besser halten. Wow. Oh. Vinci! Du musst den Lastenaufzug runterlassen. Buggy ist an Bord. Okay, Bob. Ich lass ihn runter. Wow. Du meine Güte. Oh nein. Oh nein. Wo fährt er hin? Hallo. Buggy, ist alles okay? Oh nein. Ich balanciere auf dem Gerüst. Aber ich bin nicht gut im Balancieren. Was sollen wir nur tun? Ich habe eine Idee. Vinci, lass den Aufzug runter zu mir. Wendy, wir brauchen unbedingt das Schweißgerät. Ist gut, Bob. Ich hol die Schutzmasken. Okay, und jetzt? Hol mich hoch, Vinci. Wir sind fast da. Halte ihn ruhig. Langsamer werden. Und stopp. Perfekt. Buggy? Bob? Ich möchte, dass du jetzt vorsichtig auf mich zurollst. Ich glaube, ich kann mich nicht bewegen. Doch, das musst du. Ich will dich runterbringen. Es tut mir wirklich leid, Bob. Gleich kommt die Bürgermeisterin zurück und wir sind nicht fertig. Es wird alles gut. Komm schon, beweg dich einfach auf mich zu.